100 Menschen haben heute vor dem Konzerthaus Freiburg protestiert. Grund ist die für 2016 geplante Verlegung des Freiburger Sinfonieorchesters nach Stuttgart. Im Anschluss an die Kundgebung stürmten knapp 50 Demonstranten die Orchesterversammlung in Freiburg. Anwesend war der Hörfunkdirektor des SWR, um über die geplante Verlegung zu informieren. Kritiker befürchten, dass mit dem Abzug des Orchesters in der Region Oberrhein ein kulturelles Vakuum entsteht.